So, der Fisch hier ist aus der Linie Supermonster, ein Nisai, 62 cm groß, ersteigert im Oktober bei der Auktion, da war der Fisch auch ein Special. Also die Special-Nummern sind eigentlich immer die Tiere, die Shigeru als sehr, sehr gut erachtet, die auch mehr als 3 Sterne haben auf dem Zertifikat. Der Fisch mit 62 cm Länge ist einer der größten zweijährigen Showa, die wir hier auf der Farm haben. Zeichnung ist sehr schön ausgewogen, der maroden Fleck vorne und die darauf folgende Rotzeichnung ist wirklich toll, gibt's gar nichts. Schwarzzeichnung kommt, das war im Herbst noch nicht so deutlich abzusehen. Jetzt aber hier bei der Helderung im Concrete Pond kann man durchaus sagen, dass das Schwarz sehr, sehr stark gekommen ist in den letzten paar Wochen und es wird weiter über den Winter zunehmen. Ist ein Fisch mit einem absoluten Tattegäu-Charakter. Man kann da wirklich von einem ausgezeichneten Tattegäu-Fisch der Danichi-Käufer anreden. Natürlich ist der Fisch weiblich. Und das ist eigentlich ein Fisch, der sich sehr, sehr gut eignet, um ihn als Azukari hier zu lassen. Er hat einen sehr langgestreckten Körper. Die Tiere, die breit sind und schon früh die Veranlagung zum Muscle-Koi zeigen, die sollte man vielleicht doch eher im Betonbecken, im Kunstteich großziehen. Für deren Körperform und für deren Größenwachstum ist das Kunstbecken und die Filterung, das klare Wasser besser als bei diesen sehr, sehr langgestreckten Tieren. Die langgestreckten Tiere mit dem Kopf, mit der breiten Maulspalte, stumpfe Schnauze und wo der Körper wie eine Linie gezogen ist, wie ein Muskel sich darstellt. Diese Tiere sind sehr, sehr gut geeignet, um sie noch eine weitere Saison draußen im Naturteich zu lassen. Wenn man dann als Sansai sieht, okay, jetzt macht er auf, jetzt wird er breit, dann ist auch da die Entscheidung, gibt man ihn nochmal ein Jahr raus oder lässt man ihn dann als Dreijährigen doch in der Innenaufzucht. Das ist dann immer die Entscheidung, je nachdem, wie sich der Körperbau darstellt. Aber der Fisch jetzt zurzeit, super lang, sehr schöne hohe Schulter, sehr schöner massiver Kopf, sehr breite Maulspalte, auch hinten Schwanzstiel, sehr massiv, sehr langgezogen. Also das ist ein Fisch, der eigentlich extrem, extrem viel Spaß machen sollte. Auch vom Rot her, tolles Rot für einen Showa, gute gefüllte Schuppen, immer wieder mit den dunklen Ansätzen drin, immer wieder auch die grauen Schatten auf dem Weiß. Die weiße Haut ist dicker als die rote Haut, von daher hat es Schwarz ist schwerer auf dem Weiß durchzubrechen als auf dem Rot. Auf dem Rot sieht man schon ganz gut die schwarzen Zeichnungselemente, auf dem Weiß sieht man nur so hellgraue Schatten unten drunter. Die werden noch hervorbrechen, gerade bei unserem europäischen Wasser. Und von daher ist das wirklich ein ganz, ganz ausgezeichneter Fisch, der Danichi-Käufer, die er nie gehabt hat.